Wenn ihr euch im Supermarkt einen Energy-Drink kauft, habt ihr euch vielleicht schon mal gedacht, wie viele Unternehmen sind eigentlich daran beteiligt gewesen, bis ich dieses Getränk in Händen halte? Ist Ihnen völlig egal, ne? Ja, klar. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist aber das Bescheuerste, was ich je gehört habe. Mal ganz im Ernst, jeder, der arbeiten geht, ist Teil der Wirtschaft. Und damit wir Produkte konsumieren können, müssen vorher viele Unternehmen Leistungen erbringen. Abhängig davon, in welchem Bereich der Wirtschaft ihr arbeitet, seid ihr Teil einer solchen Wertschöpfungskette. In dem nun folgenden Video werde ich euch die einzelnen Branchen der Wirtschaft genauer erklären. Und dann könnt auch ihr am Ende des Videos sagen: Also bei mir läuft es bombastisch. Willkommen bei WeLearn Easy, dem YouTube-Kanal für alle, die Themen aus der Wirtschaft endlich einfach und logisch verstehen wollen. Mein Name ist Jörg Bench und in dieser Videoreihe dreht sich alles um die betriebswirtschaftlichen Grundlagen. In diesem ersten Teil erkläre ich euch alles zu den Branchen der Wirtschaft. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Wer die wirtschaftlichen Zusammenhänge verstehen möchte, der sollte sich zunächst einmal mit dem beschäftigen, was man unter Unternehmen versteht. Als Unternehmen bezeichnet man Wirtschaftseinheiten, die Leistungen erbringen und diese an Kunden abgeben. Um diese Leistungen zu erbringen, müssen sie selbst Leistungen einsetzen. Welche Leistungen dies genau sind, erkläre ich euch in einem anderen Video. Bei Unternehmen kann man nun grundsätzlich danach unterscheiden, ob diese an ihre Kunden Güter abgeben oder Dienstleistungen. Die Unternehmen, die Güter an Kunden abgeben, unterscheidet man dann in Produktions- und Handelsunternehmen. Die produzierenden Betriebe kann man dann noch weiter in Handwerks- und Industriebetriebe unterteilen. Beiden Unternehmen ist gleich, dass sie etwas herstellen, also produzieren. Bei Handwerksbetrieben ist der Anteil der manuellen Tätigkeit oft hoch. Bei Industriebetrieben überwiegt hingegen der Einsatz von Maschinen. Handwerksbetriebe versorgen in der Regel Kunden vor Ort, wohingegen Industrieunternehmen häufig einen größeren Kundenkreis haben. Vereinfacht kann man also sagen, dass es sich bei Handwerksbetrieben eher um Kleinbetriebe und bei Industriebetrieben um größere Unternehmen handelt. Das Besondere an diesen produzierenden Unternehmen ist nun, dass sie aus Materialien durch Be- und Verarbeitung andere Güter herstellen. Diese Güter nennt man dann Fertigerzeugnisse. Die Materialien, die zur Produktion benötigt werden, bezeichnet man als Werkstoffe. Hier unterscheidet man zwischen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. Die Rohstoffe stellen den Hauptbestandteil des Fertigerzeugnisses dar, die Hilfsstoffe den Nebenbestandteil. Aus Roh- und Hilfsstoffen besteht also dann letztendlich das Fertigerzeugnis. Wie diese Roh- und Hilfsstoffe, so werden auch Betriebsstoffe in der Produktion be- und verarbeitet, also benötigt. Im Gegensatz zu den Roh- und Hilfsstoffen werden die Betriebsstoffe jedoch nicht Bestandteil des Enderzeugnisses. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal an einem Beispiel an. Ein Handwerksbetrieb wie eine Tischlerei benötigt zum Beispiel Holz als Werkstoff. Da die Tischlerei aus diesem Holz Holzmöbel herstellt, stellt dieser Werkstoff dann den Rohstoff dar. Er ist der Hauptbestandteil der Fertigerzeugnisse. Für die Herstellung der Holzmöbel werden aber auch noch Schrauben, Lack und Farbe benötigt. Dies sind dann die Hilfsstoffe, also die Nebenbestandteile des Fertigerzeugnisses. Gleichzeitig nutzt die Schreinerei auch noch Schmieröl, Reinigungsmittel und zum Beispiel Kühlwasser für die Maschinen. Diese werden also ebenso in der Produktion be- und verarbeitet, sie werden jedoch nicht Bestandteil der Holzmöbel. Produziert ein Unternehmen nun in größerem Stil Holzmöbel, handelt es sich um ein Industrieunternehmen. Auch dieses benötigt dann die Werkstoffe, um daraus Holzmöbel herzustellen. Typische Handwerksbetriebe sind dann zum Beispiel Bäckereien im Lebensmittelhandwerk, Schlossereien zum Beispiel im Metallhandwerk und Schreinereien im Holzhandwerk. Als Industrieunternehmen findet ihr dann zum Beispiel Chemie-, Automobil- und Lebensmittelhersteller. In der Praxis ist es natürlich nicht immer ganz einfach, bei Unternehmen zu beurteilen, ob es sich noch um Handwerksbetriebe oder schon um Industriebetriebe handelt. Dies ist aber letztendlich auch nicht so wichtig. Immer wieder herrlich, ist doch nett. Aber ich finde, das macht das gerade so lebendig. Ja, das ist richtig. Nicht wahr? Ja, total lebendig. Viel wichtiger ist, dass ihr erkennt, dass zu den Kunden von Industrieunternehmen auch andere Industrieunternehmen gehören können. Ein Industrieunternehmen produziert dann Fertigerzeugnisse und verkauft diese an ein anderes Industrieunternehmen weiter. Dies liegt daran, dass unsere Wirtschaft häufig arbeitsteilig organisiert ist. Das heißt, an der Erstellung eines Fertigerzeugnisses wirken dann häufig mehrere Industrieunternehmen mit. Man kann daher Industrieunternehmen unterschiedlichen Sektoren zuordnen. Industrieunternehmen, die in der sogenannten Urerzeugung tätig sind, bezeichnet man dann auch als Grundstoffindustrie. Hierunter fallen dann zum Beispiel Abbaubetriebe wie Bergbauunternehmen oder Anbaubetriebe wie Landwirtschaftsunternehmen. Hinzu kommen dann noch Unternehmen aus der Energie- und der Wasserwirtschaft.
Bevor ein fertiges Produkt dann vom Endkunden konsumiert werden kann, durchläuft es häufig mehrere Industriebetriebe. Der Weg reicht von der Urerzeugung über die weiterverarbeitende Industrie bis zum letztendlichen Fertigerzeugnis. Beziehen Industriebetriebe bereits fertige Erzeugnisse von anderen Industriebetrieben, bezeichnet man diese Produkte dann auch als Vorprodukte. Hier wurden ja bereits Werkstoffe be- und verarbeitet und zu Erzeugnissen umgewandelt. Diese fertigen Erzeugnisse gehen dann als Vorprodukt in das nächste Produkt ein. Aus den dargestellten Zusammenhängen wird deutlich, dass Industriebetriebe entweder andere Industriebetriebe oder Endkunden, also Verbraucher, als Kunden haben. Dementsprechend unterscheidet man bei den hergestellten Erzeugnissen dann zwischen Investitions- und Konsumgütern. Ein und dasselbe Gut kann dann also ein Investitions- oder Konsumgut sein. Wird es von anderen Industriebetrieben benötigt, also zum Beispiel als Vorprodukt, bezeichnet man es in der Wirtschaft als Investitionsgut und wird es an einen Endkunden verkauft, bezeichnet man es als Konsumgut. Da es letztendlich das Ziel aller Industriebetriebe ist, materielle Erzeugnisse an Kunden abzugeben, werden diese auch zu den Sachleistungsbetrieben gezählt. Die immer weitergehende Arbeitsteilung hat in der Wirtschaft dazu geführt, dass Industrieunternehmen häufig gar keine Produktions-, sondern eher Montagebetriebe sind. Sie haben die meisten B- und Verarbeitungsschritte an Vorlieferanten ausgegliedert und beziehen von diesen dann montagefertige Vorprodukte. Das Kerngeschäft dieser Industriebetriebe ist es dann lediglich, aus den Einzelteilen ein Fertigerzeugnis zusammenzumontieren. Ich habe kein Wort verstanden, bis zum Ende gar nicht. War eigentlich nicht als Witz gemeint. Ja, ich weiß, das sind sehr viele Fachbegriffe. Aber wenn ihr den Teil nicht ganz verstanden habt, dann schaut ihn euch doch einfach nochmal an. Dann erkläre ich euch jetzt die zweite Branche, die Handelsunternehmen. Diese Unternehmen kaufen Gegenstände ein und verkaufen sie unverändert weiter. Im Gegensatz zu produzierenden Unternehmen nehmen sie also keine B- oder Verarbeitung an diesen Gegenständen vor. Aus Sicht von Handelsunternehmen werden diese Gegenstände dann als Waren bezeichnet. Bei einem und demselben Gegenstand kann es sich also um einen Werkstoff bzw. um eine Handelsware handeln. Kauft ein Unternehmen zum Beispiel Stahlbleche, um daraus die Karosserie für einen PKW herzustellen, handelt es sich aus Sicht des Automobilherstellers um einen Werkstoff. Kauft ein Eisenwarenhändler das gleiche Blech, handelt es sich bei ihm um Ware. Die Leistung von Handelsbetrieben besteht vor allem darin, zwischen den Lieferanten und den Kunden zu vermitteln. So kaufen sie zum Beispiel von verschiedenen Lieferanten Waren ein und bieten diese als Sortiment ihrem Kunden an. Für die Kunden hat dies den Vorteil, dass sie aus einer größeren Auswahl wählen können. Unter dem Sortiment versteht man dann die Gesamtheit von Waren, die ein Händler seinen Kunden anbietet. Zu den Kunden von Handelsbetrieben gehören dann entweder andere Unternehmen, also zum Beispiel Händler oder Industriebetriebe, oder Endkunden, also wir Verbraucher. Händler, die vorrangig an Verbraucher verkaufen, nennt man dann Einzelhändler. Handelsbetriebe, die an andere Unternehmen im Inland verkaufen, werden als Großhändler, die Händler, die im Ausland verkaufen, als Außenhändler bezeichnet. Diese Begriffe erklären sich eigentlich von alleine. Einzelhändler verkaufen ihre Ware an einzelne Endkunden. Großhändler in der Regel größere Mengen an andere Unternehmen. Typische Lebensmitteleinzelhändler sind zum Beispiel Supermärkte und Discounter. Großhändler sind den meisten Menschen nicht so bekannt. Wir als Verbraucher gehören schließlich nicht zu ihren Kunden. Im Grunde genommen existieren jedoch für jede Warenart Großhändler. So gibt es zum Beispiel Baustoffhändler, Lebensmittelgroßhändler oder Stahlwarengroßhändler. Zu beachten ist, dass auch Handelsunternehmen für ihre Kunden eine Leistung erbringen, obwohl sie im eigentlichen Sinne an den Gütern, mit denen sie handeln, keine wertmehrende Veränderung vornehmen. Zu den wichtigsten Funktionen von Handelsbetrieben zählen dann die Sortimentsbildung, die Raumüberbrückung, die Lagerhaltung und der Kundenservice. Wie produzierende Unternehmen, so zählen auch die Handelsunternehmen zu den Sachleistungsbetrieben, da sie ihre Kunden mit materiellen Gütern versorgen. Auch hier kann, und das habt ihr ja bereits gelernt, wieder zwischen Investitions- und Konsumgütern unterschieden werden. Falls jemand eine Frage hat, gerne, wenn nicht. I doubt it. Auch in der Wertschöpfungskette, die ihr bereits kennt, findet ihr den Handel wieder. Zunächst einmal wird das Korn in der Landwirtschaft angebaut und zu Mehl verarbeitet. Hier haben wir die Urerzeugung. Das Mehl wird dann an die Brotfabrik weiterverkauft. Hier wird aus dem Mehl Brot hergestellt. Und das fertige Brot wird dann wiederum an die Bäckerei weiterverkauft. Aufgabe der Bäckerei ist es dann also, mit diesem Brot nur noch zu handeln. Anstelle der Bäckerei könnte hier auch der Lebensmitteleinzelhandel stehen. Wenden wir uns nun noch der letzten Branche zu, nämlich den Dienstleistungsunternehmen. Im Gegensatz zu den Sachleistungsbetrieben, also den Industrie- und Handelsunternehmen, erbringen Dienstleistungsunternehmen keine materiellen, sondern immaterielle Güter für ihre Kunden.
Die Abgrenzung von Dienstleistungen von den bisher dargestellten Unternehmensleistungen ist dabei nicht ganz unproblematisch, denn bereits Handelsbetriebe erbringen eigentlich eine Dienstleistung. Diese besteht ja, wie ihr gesehen habt, im An- und Verkauf von Waren sowie deren Präsentation und der Kundenberatung. Vorrangig erbringen Handelsunternehmen jedoch Sachleistungen, denn der Kunde soll ja die Waren kaufen. Im Gegensatz dazu steht bei Dienstleistungsunternehmen die Abgabe immaterieller Güter im Vordergrund. In der Praxis werden Dienstleistungen häufig mit der Erbringung materieller Güter kombiniert, sodass keine reine Dienstleistung erbracht werden. Hä? Auch das klingt jetzt erst einmal ein bisschen kompliziert. Das liegt vor allem daran, dass die meisten Unternehmen nicht ausschließlich Produktionsbetriebe, Handelsbetriebe oder Dienstleistungsbetriebe sind. Wenn ihr euch zum Beispiel ein neues Auto kaufen möchtet, kann es sein, dass ihr euch an eine Filiale des Herstellers wendet. Diese nennt man dann auch Niederlassung. Das Auto, das ihr hier kauft, wurde also von dem Hersteller produziert und in der Niederlassung wird es dann an euch verkauft. Gleichzeitig könnt ihr hier aber zum Beispiel auch Winterreifen kaufen. Der Verkäufer tritt also als Händler auf. Und letztendlich werdet ihr euren Wagen vielleicht irgendwann dort zur Inspektion bringen. Dabei handelt es sich dann um eine Dienstleistung. Tja, ob das bei euch genauso gerade ist? I doubt it. Doch kommen wir zurück zu den Dienstleistungsunternehmen. Das Besondere bei den Dienstleistungsunternehmen ist eben, dass die Erbringung einer Arbeitsleistung bei diesen Unternehmen im Vordergrund steht. Man unterscheidet daher personenbezogene Dienstleistungen. Dies wären zum Beispiel Unternehmen, die Nachhilfe anbieten, aber auch niedergelassene Ärzte oder mobile Pflegedienste. Die sachbezogenen Dienstleistungen. Hierzu gehören zum Beispiel Autoreparaturwerkstätten, der Warentransport, zum Beispiel durch Speditionen, das Angebot von Versicherungen durch Versicherungsunternehmen, die Geldaufbewahrung und Kreditvergabe, zum Beispiel durch Banken, oder auch der Fastfood-Lieferdienst. Die produktbegleitenden Dienstleistungen. Hierzu gehören zum Beispiel Gebäudereinigung und Wartung, aber auch Problemlösungsangebote, zum Beispiel im Bereich von IT-Unternehmen. Typische Bereiche, in denen Dienstleister tätig werden, sind das Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, zum Beispiel Hotels, die Speditions- und Verkehrsbetriebe. Diese übernehmen den Transport von Gütern und Personen. Die Finanz- und Versicherungsbetriebe, also zum Beispiel Banken und Unternehmen, die zum Beispiel Kfz-Versicherungen anbieten. Die Bau- und Immobilienwirtschaft, die Reinigungs- und Reparaturbetriebe, Gesundheits- und Pflegeunternehmen, Informations- und Telekommunikationsunternehmen sowie Medien- und Werbeunternehmen. Zu guter Letzt müsst ihr nur noch beachten, dass die Handels- und Dienstleistungsunternehmen zum sogenannten tertiären Sektor gezählt werden. Im Laufe des Videos habt ihr ja bereits gesehen, dass man die Wirtschaft in den primären und sekundären Sektor aufteilt. Ihr habt ja gesehen, dass der Handel schwerpunktmäßig auch Dienstleistungen anbietet. Handel und Dienstleistungen werden daher zum tertiären Sektor gezählt. Diese Unterteilung in drei Sektoren, also primär, sekundär und tertiär, haben zum Ziel, dass ihr die Entwicklung einer Volkswirtschaft nachvollziehen könnt. Die Gewinnung von Rohstoffen steht an erster Stelle der Wertschöpfungskette. Wenn ihr das auf Deutschland bezieht, wisst ihr vielleicht, dass unser Land nicht gerade für seine Rohstoffvielfalt bekannt ist. Der primäre Sektor spielt also in Deutschland eher eine untergeordnete volkswirtschaftliche Rolle. Viele Rohstoffe werden aus dem Ausland bezogen. Die Weiterverarbeitung der Rohstoffe zu fertigen Erzeugnissen nimmt in der deutschen Wirtschaft noch einen größeren Raum ein. Doch letztendlich haben wir eine Entwicklung zum dritten Bereich, dem tertiären Wirtschaftssektor. Der Warenhandel und die Dienstleistungen erhalten eine immer höhere Bedeutung im Rahmen unserer Volkswirtschaft. So, nun habt ihr das ganze Video durchgehalten und hoffentlich sagt keiner von euch: Scheiß drauf, alles ätzend. Wenn ihr noch Übungsaufgaben benötigt, um das Ganze besser lernen zu können, dann wendet euch einfach an mich. Ja, und ich hoffe, dass ihr in meinem Kanal noch weitere interessante Videos findet. Dann sehen wir uns bestimmt gleich wieder. Erscheinen Sie, sonst weinen Sie. Bis dann. Tschüss. Wenn ihr Fragen zu diesem Video habt, dann hinterlasst mir einfach einen Kommentar in der Kommentarzeile. Über ein Like freue ich mich. Abonniert einfach meinen Kanal und ihr werdet immer informiert, wenn ich neue Videos erstelle. Auf diese Weise werdet ihr Spaß haben, wirtschaftliche Inhalte zu lernen und ihr werdet sie richtig verstehen. Ich freue mich auf euer Feedback.